Ich heiße ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar 100% digitale Zolldaten, der neue Zollstandard, die erste einer zweiteiligen Webinarreihe. Und wir starten mit ein paar organisatorischen Eckpunkten. Ziel ist, dass wir Sie in den nächsten 20 bis 30 Minuten inhaltlich durch das Thema führen werden. Wir haben direkt im Anschluss eine FAQ-Session geplant. Sie können Ihre Fragen auch gerne bereits während des Vortrags adressieren. Tun Sie mir einen Gefallen, nutzen Sie dafür bitte ausdrücklich die F&A-Funktion, Fragen und Antworten. Die finden Sie unten in der Leiste angezeigt. Darüber haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu adressieren oder auch schon eine bereits gestellte Frage zu liken, sodass diese dann im Ranking nach oben wandert und wir uns dann dieser entsprechend priorisiert widmen können. Tun Sie mir einen Gefallen, nutzen Sie nicht die Chat-Funktion, um Fragen zu adressieren. Wir planen die Session nach 60 Minuten pünktlich zu schließen und alle Fragen, die wir bis dahin nicht beantwortet haben, werden wir uns aber im Nachgang vornehmen. Und auf der letzten Folie werden wir Ihnen zudem nochmal die URL für ein Kontaktformular einblenden. Auch das können Sie gerne nutzen, um Fragen zu adressieren. Meine beiden Kollegen und Zollexperten Ralf Hausdorf und Michael Berghold sind dankenswerter heute mit dabei und werden uns in dieser ersten Session in die Zollwelt entführen. Wir möchten uns heute gemeinsam mit Ihnen anschauen, welche Trends sich derzeit im internationalen Handel hinsichtlich Digitalisierung und vor allem auch Datenverfügbarkeit abzeichnen, welche Anforderungen zum Beispiel die Zollbehörden an uns als Expressdienstleister, aber auch die Prozesse unserer Kunden haben. Und wir werden uns ganz stark um das Thema digitale Bereitstellung der Zolldaten drehen. ICS2 Phase 2 haben wir ja als Stichwort auch bereits in der Einladung genannt. Sicherlich einer der Aufhänger für das heutige Webinar, aber nicht nur. Wir haben gemerkt, da passiert sehr viel derzeit bei den Zollbehörden und das weltweit, nicht nur hier in Europa. Wie schaut es denn aus? Was passiert da derzeit und mit welchen Anforderungen werden wir, aber auch unsere Kunden zukünftig konfrontiert sein? Lass uns einmal einsteigen. Das ist der Startpunkt, genau. Wir haben insgesamt seitens der Zollbehörden doch in den letzten 2 Jahren durchaus größere Herausforderungen in der Zollwelt zu bewerkstelligen gehabt. Da war zum Beispiel der Brexit, da war der Wegfall der 22-Euro-Grenze. Ich denke, jetzt der nächste große Knackpunkt ist eben die Einführung von ICS2, zumindest mal auf der europäischen Seite, aber da gibt es ja noch mehr. Wir haben uns insgesamt also mit Themen zu befassen, die dafür dienlich sind, um eben rechtzeitig an notwendige Daten ihrerseits zu kommen. Was bedeutet das im Grundsätzlichen, was wir jetzt hier mitteilen wollen? Es geht also darum, dass wir ja schon teilweise seit Jahrzehnten sie begleiten und versuchen, so gut wie es geht, auf die Zollanforderungen weltweit vorzubereiten. Und dazu gehen wir dazu über, dass wir ja uns letzten Endes dazu anpassen, daran anpassen müssen, was die Zollbehörden auch an Anforderungen an uns stellen. Diese Anforderungen basieren halt zu einem sehr großen Anteil darauf, dass es ja die Digitalisierung, die uns insgesamt in unserem Berufsleben und in unserem Businessleben letzten Endes überall begegnet, dass auch die dort immer weiter Einzug hält. Die Zollbehörden arbeiten digitaler, wir arbeiten digitaler, Sie, unsere Kunden, arbeiten immer digitaler und es ist letzten Endes gesehen einfach ein ganz normaler Gang der Dinge. Die Zollbehörden versuchen sich an diese Prozesse ebenfalls anzugleichen und arbeiten mit der Reduzierung manueller Prozesse natürlich ganz gezielt darauf hin, schneller unsere Sendungen abzufertigen. Für die zusätzlichen Sicherheitskontrollen, die wir insgesamt zu durchlaufen haben, gibt es eben zum einen Sendungskontrolldaten und das sind bisher ausschließlich Daten, die wir von unseren Kunden erhalten auf dem Frachtbrief. Der Frachtbrief beinhaltet also gewisse Sendungsdaten, die wir heutzutage auch bereits in der Importkontrolle in die Welt hineinschicken, in die Kontrollsicherheitssysteme des Zolls. Wir haben also zum Beispiel in Europa, was der Aufhänger für diesen Termin jetzt ist, ICS2. Aber es gibt eben halt der Systeme noch sehr, sehr viele weitere. Das sind zum Beispiel zu nennen für die, ja, sag ich mal, prominentesten Länder, zum Beispiel die USA. Da gibt es ein System, was vergleichbar mit ICS2 ist. Das ist ACAS. Dann gibt es in England das System Predict, was es aktuell auch noch nicht also was noch nicht eingeführt ist, aber zusätzlich bald eingeführt werden wird. Und es gibt derer noch einige mehr. Wir haben hier mal auf einer kleinen Tabelle
ein paar Länder zusammengestellt, die mit ICS2 vergleichbare Systeme bereits haben oder dabei sind, sie einzuführen. Sie sehen, da sind sicherlich auch eher weniger interessante Länder dabei, sage ich mal, auch für ihre Versandwege, wie zum Beispiel vielleicht Libanon, die karibischen Staaten, Bolivien oder vielleicht Angola. Aber da sind eben halt auch große Länder dabei, wie eben zum Beispiel Kanada, Mexiko, Indien, Japan, die Arabischen Emirate und dergleichen mehr. Sie sehen, das ist also eine Sache, die uns insgesamt in der Welt leider befassen, mit der wir uns befassen müssen und wo wir relativ wenig Möglichkeiten haben, uns daraus irgendwas irgendwie herauszustehlen. Dies passt insgesamt zu den Anforderungen, die es seitens oder zu den Anforderungen und Trends, die es eben seitens der Zollverwaltung weltweit gibt. Was haben wir da für Trends zu sehen? Das ist sicherlich auch was, mit denen Sie sich teilweise auch seitens der IHKs bereits befasst haben. Da gibt es eben einerseits auch unser Thema heute, die proaktive Risiko- und Sicherheitsbewertung, die eben halt sich mit den Sendungsdaten befasst. Dann gibt es insgesamt den Trend der Verringerung von Freigrenzen. Das heißt also, dass es in der Folge zu einer verstärkten Erhebung von Einfuhrabgaben kommt. Wir haben in Europa eben ja auch gerade erst die 22-Euro-Grenze entfernt. Ähnliche Bestrebungen sind in einigen anderen Ländern, zum Beispiel Singapur, in der Türkei, Marokko und vielen anderen Ländern mehr, zu erkennen und teilweise auch bereits durchgeführt worden. Weiterhin zum Beispiel sind in der Türkei die Prozentsätze angehoben worden, mit denen zum Beispiel Sendungen an Privatpersonen zu verzollen sind. Weiterhin legt der Zoll und eben auch die Sicherheitsbehörden weltweit einen erheblichen, erhöhten Fokus auf die wahre Identität von Versendern und Empfängern. Das heißt also, es soll eben halt ganz klar ersichtlich sein, wer die Sendung versandt hat, wer die Sendung empfängt, wenn es einen vom Empfänger abweichenden Käufer gibt, dass der auch auf den Unterlagen zu ersehen ist und dass es letzten Endes darum geht, dass wir eine volle Transparenz und eine volle Kontrolle aller an den Transaktionen beteiligten Parteien darstellen können. Auch dafür gibt es weltweit in vielen Ländern, auch in vielen großen Ländern, entsprechende Programme. Das sind zum Beispiel eben Know Your Customer in Indien, in China, das USCI.com, was eben halt auch eine entsprechende Kontrolle sicherstellen möchte und derer noch viele mehr. Auch das, diese kleine Liste, die wir hier dargestellt haben, ist nur eine nicht abschließende. Und grundsätzlich gesehen, alles das, was wir hier genannt haben, basiert letzten Endes darauf, dass wir erheblich mehr digitalisieren und in der Folge auch automatisieren. Das heißt also, haben wir mehr Daten bereits von Ihnen, ermöglicht es uns natürlich zunächst mal die grundsätzlichen Dinge zu tun, nämlich eben zum Beispiel Zollkontrollsysteme zu bedienen und die notwendigen Informationen dort hineinzufüttern. Aber in der Folge ermöglicht es uns natürlich auch erst, dass wir überhaupt an sowas Ähnliches wie Automatisierung oder auch nur Teilautomatisierung denken können. In der Folge stellt sich für uns die Frage, sind wir alle bereits für ICS2? Die EU ist letzten Endes für ICS2 die Basis dieser Grundlage und dieser Anpassungen, die wir jetzt unter dem Label ICS2 durchführen müssen. Warum sprechen wir hier ständig von ICS2? Weil das für uns das System ist, was für uns als deutsche Versender, für uns als deutsche Akteure am greifbarsten ist, weil wir grundsätzlich zwar diese Anforderungen weltweit haben, aber die immer weiter voranschreitende Digitalisierung und das Bedürfnis nach Risikobewertung seitens der Zollbehörden führt dazu, dass wir in den nächsten Jahren eben immer mehr Länder haben, die solche Systeme einführen müssen. Was benötigen wir dafür, um überhaupt sicherstellen zu können, dass wir diese Sicherheitssysteme in ausreichender Menge bedienen können? Wir brauchen vollständige und elektronische Zolldaten. Das heißt also, wir müssen für alle Sendungen, die in die EU oder innerhalb der EU unterwegs sind oder auch nur im Transit sich durch die EU bewegen, das heißt also, die haben vielleicht gar keinen richtigen, wir haben weder den Empfänger noch den Versender innerhalb der EU, sondern laufen nur aufgrund unserer globalen Routings unter Umständen durch die EU durch. Und das sind weltweit betrachtet sehr, sehr viele Sendungen, müssen diese Daten vom Versender zur Verfügung gestellt werden.
Wir müssen also dafür diese Daten vom Versender erhalten und wir müssen diese Daten auf Bedarf entsprechend den Zollbehörden zuleiten. Das heißt also in der EU an ICS2 und in den anderen Ländern müssen wir das analog machen. Die regulatorischen Änderungen, die dahinter liegen, sind soweit umgesetzt, dass wir zum 15. März 2021 ja bereits die Phase 1 umgesetzt haben von ICS2. Da ging es ja darum, dass wir im Prinzip die jetzt schon vorhandenen Sendungsdaten, die also auch schon mit dem System ICS eins könnte man mal in Gedanken dahinter setzen, bereits seit 2016 an den Zoll gesendet haben zur Risikokontrolle. Da mussten diese Daten aber erst zu einem Zeitpunkt an den Zoll gesendet werden, wo sie spätestens 4 Stunden vor Ankunft des Fliegers in dem Bestimmungsort innerhalb der EU an die Zollverwaltung geschickt werden mussten. Dieser Zeitpunkt ist jetzt vorverlagert worden und wurde dann ab dem 15. März 2021 bereits vor der Verladung gesetzt. Das heißt, dass alle die gleichen Informationen zwar, allerdings eben jetzt vor der Verladung in das Flugzeug von uns durch an den Zoll geschickt werden. Der Zoll macht dann die entsprechende Risikobewertung, ordnet die Sendungen entsprechend ein und ordnet die notwendigen Sendungen, die sie als Risiko erachten, zur Beschau an. Und dann werden die Sendungen eben halt nicht weiter transportiert. Zum 1. März nächsten Jahres ist dann sozusagen der nächste Schritt in der Sache zu tun. Und das bedeutet eben, dass wir nicht mehr mit den Sendungsdaten alleine arbeiten können, die bisher ausschließlich auf dem AWB stehen, sondern dass wir zusätzlich auch noch sämtliche Daten, die sich bisher nur auf den Rechnungen befinden, dass wir die auch letzten Endes an den Zoll senden müssen zur Kontrolle. Das ist dann der Zeitpunkt ab dem 1. März nächsten Jahres. Die Risikoanalyse, die der Zoll mithilfe dieser Daten dann durchführen wird, ist eben in Hauptsache darauf, dass es eben auf Basis der Sendungsdaten passiert. Weiterhin kann der Zoll natürlich für diese Sendung einerseits Papiervorlagen anordnen und zusätzlich gesehen auch noch weitere Kontrollen, wie eben eine Röntgenkontrolle, eine Sprengstoffkontrolle, eben eine vollständige Beschau und dergleichen. Insofern ist es also ganz wichtig, dass wir letzten Endes gesehen diese Daten von Ihnen bekommen müssen, damit wir sie rechtzeitig an den Zoll schicken können. Wenn diese Bearbeitung durch den Zoll nicht passieren kann, können wir die Sendung auch nicht transportieren. Was passiert also, wenn wir die Daten erhalten von Ihnen, dann können die Sendung eben vor der Verladung das Flugzeug entsprechend diesem Security-Screening unterworfen werden. Was natürlich zusätzlich parallel passiert ist, dass wir natürlich auch bereits zu diesem Zeitpunkt die Sendung im Bestimmungsland der Zollabfertigung zuführen. Das heißt, dass es dadurch, dass wir ja eben entsprechend vorarbeiten und in unseren internationalen Warenverkehr auch gleichzeitig mit Exportprozessen im Exportland gleichzeitig auch schon die Importprozesse im Bestimmungsland ansteuern, fangen wir natürlich dann rechtzeitig an und haben am Ende eine hoffentlich pünktliche Zustellung, sodass wir in der Lage sind, diese Sendung schnell zu transportieren. Schlecht ist das natürlich, wenn es unter Umständen dazu käme, dass wir die Daten ihrerseits nicht geliefert bekämen. Das bedeutet nämlich eben, dass wir die Daten gegebenenfalls manuell aufbearbeiten müssten. Wir müssten schlimmstenfalls erstmal Daten noch zusätzlich beschaffen. Dadurch kann eben die Prüfung gegebenenfalls sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Empfängerseite nur verspätet passieren. Die ganze Risikobewertung erst nur verspätet passieren. Das führt natürlich zu einem erhöhten Bearbeitungsaufwand zum einen und natürlich auch dazu, dass wir durch den Zusatzaufwand auch falsche oder fehlerhafte Daten an den Zoll schicken. Alles das ist natürlich nicht unbedingt dienlich, um eine Sendung zeitgerecht durchs Netzwerk zu transportieren. Wenn wir jetzt hier über den Standard der digitalen Zolldaten sprechen, den neuen Standard der digitalen Zolldaten, dann ist es eben so, dass wir uns hier auch einmal mit den Rechnungsdaten befassen müssen. Das haben wir bereits in
vorherigen Seminaren, die auch meine Kollegin Frau Büscher in den letzten Monaten durchaus begleitet hat, haben wir eben auf die Wichtigkeit der digitalen Rechnung beziehungsweise der vollständigen Rechnungsdaten hingewiesen, dass eben auch es notwendig ist, dass die Daten, die wir auf den Rechnungen bekommen, dass die in einer vernünftigen Qualität sind, dass also auch selbst zum Beispiel die Images, die Scans von unseren Papieren, von unseren Rechnungen lesbar sind, denn oft scheitert eine entsprechende Abfertigung auch einfach an der Lesbarkeit der Unterlagen, die wir erhalten. Wenn wir jetzt insgesamt uns mit den Zolldaten, die wir benötigen, befassen wollen, dann geht es eben halt darum, dass wir wirklich alle Informationen, die zusätzlich auf den Rechnungen stehen, augenblicklich, dass wir die auch in digitaler Form benötigen. Das fängt also an mit einer Warenbeschreibung auf Einzelpositionsebene. Das fängt an, geht weiter mit den entsprechend dazugehörigen Warentarifnummern. Das geht weiter mit Brutto- und Nettogewichten, Anzahl und Einheit der einzelnen Artikel, welchen Warenwert die einzelnen Artikel haben, woher sie kommen. Das geht dann weiter mit entsprechenden Hinzurechnungen oder Abzügen, wie zum Beispiel Frachtkosten, Versicherungskosten, Verpackungskosten und dererlei mehr. Die ganzen Informationen dazu finden Sie gegebenenfalls auch in den Anforderungsprofilen, die Sie seitens Ihrer IT bzw. seitens Ihres Vertriebsmitarbeiters auch bereits in den letzten Wochen mitgeteilt bekommen haben. Wichtig ist es dafür, dass wir verstehen, dass es letzten Endes eine Grundvoraussetzung ist, um eben halt den Zollbehörden die Risikobewertung zu ermöglichen für den Import aller Waren, die wir so haben. Ja? Das ist eben so die Grundlage dafür und dass das Screening eben in der Regel noch vor der Verladung der Sendung am Ursprungsort passiert. Die Daten, die wir insgesamt dann bekommen, sind eben zum einen mal die digitale Zollrechnung. Das kann eben eine Handels- oder auch eine Proforma-Rechnung sein. Die können Sie uns auch im Moment schon digital übermitteln, entweder über Ihre systemischen Anbietungen oder zum Beispiel über das DHL Express-Tool MyDHL Plus und da auch Paperless Trade ein Feature von uns entsprechend auswählen. Das ist die Möglichkeit, um uns eben Papiere entsprechend mit hochzuladen, mit denen wir die Möglichkeit haben, dann in der Zollabfertigung eine Vorabfertigung zu unternehmen. Zusätzlich kommen jetzt eben noch die Warenbeschreibungen auf Einzelpositionsebene mit dazu, die Tarifnummern, die Einzelwerte und so weiter und so fort, wie gerade geschildert, weil die eben das Security Screening zukünftig darstellen. Eine wie auch immer geartete Kontrolle und Risikobewertung wird die ausschließlich auf Basis dieser zukünftigen Informationen durchgeführt werden können. Das ist eben der Grund, weswegen die DHL Express diese Anforderungen, die es eben im weltweiten Kontext seitens der Zollbehörden gibt, dass wir diese Anforderungen eben irgendwie zusammengefasst haben und ja zum kleinsten gemeinsamen Nenner gemacht haben, damit wir überhaupt die notwendigen Papiere und die notwendigen Daten von den Kunden geliefert bekommen können. Die Zolldaten haben wir hier nochmal zusammengefasst, die wir hier brauchen und warum das vor allen Dingen ist. Wichtig ist eben, dass wir versuchen, die fortschreitende Digitalisierung der Zollbehörden entsprechend darzustellen, damit Sie als unsere Kunden rechtzeitig und vollumfänglich auf zukünftige regulatorische Änderungen in den einzelnen Ländern vorbereitet sind. Dann darf ich Sie an der Stelle noch wieder an meine Kollegin Lisa Büscher übergeben. Und gerne auch wieder auf die nächste Folie. Danke. Selbstverständlich, genau, das wollte ich, genau. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Session angekommen. Kurzer Hinweis auf die zweite Session, die diese Woche noch stattfinden wird, in der wir uns ganz konkret anschauen, wie Sie als Kunde uns genau diese digitalen Zolldaten relativ einfach, zum Beispiel über unsere Shipping Solution MyDHL Plus oder auch über eine Schnittstellenintegration übertragen können. Ich habe gesehen, es sind dazu auch schon einige Fragen im Chat gekommen und wir schauen uns in dieser zweiten Session genau an, welche Daten erwartet werden und was auch das Minimum-Set an Daten ist, das wir benötigen, um die entsprechende Anmeldung bei den Zollbehörden durchführen zu können. Und auch die zweite Webinar-Session werden wir über die Webseite zur Verfügung stellen im Nachgang. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute mit dabei waren und schlage vor, Michael, dass wir uns jetzt genau direkt einmal anschauen, welche Fragen bisher schon gestellt wurden. Ja, sehr gerne. Und zwar sind ja einige
Vielleicht mal mit einer ganz allgemeinen Anfang, wo denn die gesetzliche Grundlage für diese Änderungen zu finden ist. Die gesetzliche Grundlage dafür ist zunächst mal für uns in Europa im Bereich der EU-Kommission zu finden, also auf den Webseiten der EU-Kommission, auf die wir auf unserer DHL-Webseite auch hinweisen, können diese Notwendigkeiten auch explizit nachgelesen werden. Auch der Zeitplan, der hinter der Einführung von ICS2 steht, in seinen diversen Phasen, kann dort eingesehen werden. Das ist eben für uns in Europa die entsprechende Grundlage. Aber wie ich ja schon ausgeführt habe, es gibt ja eben halt auch viele andere Länder, die vergleichbare Systeme einführen oder eingeführt haben oder einführen wollen, zeitnah, sodass wir diese Anforderungen umsetzen müssen. Du hast jetzt schon die verschiedenen Länder angesprochen. Eine Frage bezieht sich da jetzt explizit auf die EU. Heißt das also, diese Regularien betreffen auch den Versand innerhalb der Europäischen Union? Korrekt, also letzten Endes gesehen, die Anforderungen sind seitens der EU-Kommission so gefasst, dass wir, wie ich auch gesagt hatte, einerseits Sendungen, die importseitig da in Relevanz sind, das ist der Teil, den der Zoll sehen will. Das geht aber gleichermaßen für Versendungen innerhalb der EU und Versendungen durch die EU. Das heißt, also, wenn eine Sendung von zum Beispiel Indien nach den USA verschickt wird und dabei eben über die EU geht, vielleicht auch in Leipzig zum Beispiel als unser großes Europa-Hub sortiert würde, dann müssten auch für diese Sendungen Daten an den Zoll vorab geliefert werden. Das ist letzten Endes gesehen die Sache, weswegen wir derartige Gespräche, wie wir sie jetzt eben halt mit Ihnen führen, dass wir diese Gespräche jetzt letzten Endes global führen mit unseren Kunden, da wir diese Anforderungen nicht nur bei uns in Europa haben, sondern eben halt auf der ganzen Welt, um eben halt sicherzustellen, dass wir global nach diesen Standards arbeiten können und dass wir, egal wo die Sendung lang geht, letzten Endes alle Daten rechtzeitig zur Verfügung haben, um eben alle Zollanforderungen jederzeit erfüllen zu können, egal welchen Weg eine Sendung geht. Denn das kann ja bedingt durch Wetter, bedingt durch Flugausfälle, Vulkanausbrüche und dergleichen mehr durchaus schon mal beeinflusst werden. Absolut, ja. Das ist super. Du hast jetzt schon eine weitere Frage sozusagen mitbeantwortet, wie es denn ist, wenn unsere Kunden hier als deutsche Kunden erst bei Touchdown am Flughafen im Versenderland mit dem ganzen Versand der Sendung in Berührung kommen. Aber du hast ja erwähnt, dass wir das global sozusagen an alle Versender durchstellen und demnach die Daten dann schon geliefert werden sollten. Genau, müssen, weil wir eben halt sonst auch gar keine Möglichkeit haben. Denn sage ich jetzt mal, schlimmstenfalls könnte eine Situation eintreten, ein Flieger braucht zum Beispiel vielleicht für den Transit von A nach B eigentlich oder von A nach C über B würde regulär über B fliegen, aus irgendwelchen Gründen kann aber in B nicht gelandet werden und es würde vielleicht in D landen, ausweichsmäßig, und da wären eben halt besondere Anforderungen seitens der Zollverwaltung an Kontrolldaten, die geliefert werden müssten, die wir dann, weil wir erwartet haben, dass die Sendung nur von A nach B über C geht oder umgekehrt, dass eben halt diese Daten dann für diesen Transfer nicht vorliegen und dann noch extra angefordert werden müssten. Und wenn wir dann schlimmstenfalls einen ganzen Flieger umleiten beziehungsweise erstmal auf Halt setzen müssten, bis wir die Daten zusammenbekommen haben, das wäre ja eigentlich der Super-GAU. Absolut. Dann noch eine ganz gute Frage, die sicherlich auch vielen unter den Nägeln brennt. Sind die Zolldaten auch für den Export aus der EU verpflichtend ab 23, beziehungsweise ab wann? Korrekt. Also die Daten sind letzten Endes gesehen, werden sukzessive verpflichtend. Wir als DHL Express haben uns eben halt dazu entschieden, dass wir entsprechend ein bisschen den gesetzlichen Anforderungen vorausarbeiten wollen. Das heißt so, dass die entsprechenden Daten teilweise auch schon vor den Notwendigkeiten der gesetzlichen Zeitpunkte geliefert werden müssen. Warum machen wir das? Weil nun mal das Risiko besteht. Wir gehen jetzt auf die Weihnachtszeit zu.
dass wir die Möglichkeit nicht mehr haben werden, bedingt durch IT-Ressourcen-Themen, sowohl auf unserer Seite als auch bei unseren Kunden, vielleicht die Möglichkeit nicht mehr bestehen könnte, da Anpassungen vornehmen zu können und zu wollen, vielleicht auch in dieser Zeit nicht unbedingt. Und dementsprechend wollen wir das ein bisschen vorgreifend aufsetzen, damit wir eben da auf der sicheren Seite sind und rechtzeitig alle notwendigen Daten beisammen haben. Genau. Zu den notwendigen Daten habe ich auch eine ganz gute Frage, die man, glaube ich, ganz gut hier beantworten kann. Und zwar betrifft das die Warntarifnummer, die ja dann auf Positionsebene gefordert wird. Und da bezieht sich die Frage konkret darauf, welche das denn sein soll, die aus dem Empfangsland oder dem Versenderland, und wie lang muss sie sein? Ja, also die Tarifnummer ist ja immer wieder ein gerne genommenes Thema und immer wieder ein Ärgernis durchaus im weltweiten Warenverkehr. Grundsätzlich ist also zu sagen, die Tarifnummer ist weltweit betrachtet auf die ersten 6 Stellen harmonisiert. Dahinter wird es häufig durch ländereigene Regularien weiter aufgesplittet. Was die Angabe der Warentarifnummern angeht, ist es eben sicherlich nicht ganz verkehrt, darüber nachzudenken, ob man nicht sogar 2 Warentarifnummern mit auf den Rechnungen angibt, nämlich einmal die Warentarifnummer aus dem Exportland und einmal die Warentarifnummer im Bestimmungsland. Das ist natürlich vielleicht nicht unbedingt für jeden umsetzbar und realisierbar. In der Folge, sag ich mal, sind wir mit einer Tarifnummer aus dem Exportland natürlich genauso zufrieden und könnten damit dann arbeiten. Was man natürlich aber wissen muss, ist einfach, dass Warentarifnummern nicht gleich Warentarifnummern sind, denn wir hier in Europa, wir in Deutschland insbesondere, haben sehr, sehr viele Warentarifnummern. Es sind sehr viele Waren einzeln genannt. In anderen Ländern mag das vielleicht anders sein, sodass es vielleicht, ich sage jetzt mal, für eine E-Zigarette zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt in jedem Land eine eigene Tarifnummer geben muss, wie es hier bei uns in Deutschland ist. Ja, und gilt das dann auch für Mustersendungen? Das war auch eine der Fragen. Mustersendungen, also es in Bezug auf die Art der Sendung, ob es jetzt eine Proforma-Sendung ist, was ja dann eher so eine Mustersendung sein dürfte, oder eben halt ein ganz normales Handelsgeschäft. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sendung ist Sendung. Inhaltsunabhängig muss für jede Sendung diese detaillierten Inhaltsangaben geliefert werden. Unabhängig von der Sendungsart, unabhängig von dem Grund der Warensendung, ob es jetzt eine temporäre Ausfuhr ist oder Einfuhr, was auch sonst immer, eine Rückware. Es muss immer detailliert alles angegeben werden. Genau. Dann auch noch eine sehr interessante Frage, wie ich finde, wie es denn aussieht bei fehlerhaften Angaben durch den Versender, insbesondere beim Thema Exportbeschränkungen. Welche Folgen hat das dann hier für den Einführer in der EU und für den Versander an sich? Ja, das hängt jetzt davon ab, was genau fehlerhaft meint. Das ist ein bisschen schwierig. Grundsätzlich kann man sagen, wenn Angaben nicht verifizierbar sind, so auf bei der Prüfung durch den Zoll oder eben auf Widersprüchlichkeiten stoßen, dann werden sicherlich im Zweifelsfall erstmal die Sendungen gehalten werden müssen. Das heißt, die Zollbehörden werden diese Sendung dann erstmal nicht zur weiteren Bearbeitung und zum weiteren Versand zulassen. Wenn jetzt dann in der Folge, sag ich mal, richtig was falsch sein sollte, dann wird es natürlich notwendig sein, erstmal den Versender zu kontaktieren und eben die richtigen Daten beschaffen zu lassen. Auch das ist dann natürlich vor jeder Weiterleitung einer Sendung zu klären, sodass das eben halt natürlich auch eine Verzögerung nach sich ziehen wird. Man kann das jetzt ganz schwer aufgleisen darin, was denn jetzt konkret die Nachwirkungen sind. Es ist auf jeden Fall zu sagen, wenn da irgendwas falsch ist, wenn da irgendwas widersprüchlich ist, dann wird das dazu führen, dass die Sendung perspektivisch sicherlich nicht schneller transportiert wird. Vielen Dank. Dann haben wir noch einige Fragen tatsächlich nochmal bezüglich des Versandes innerhalb der EU. Also da nochmal als Klarstellung, braucht man für einen Versand von Deutschland
zum Beispiel nach Italien. Was wird da benötigt und was nicht? Ja, also in Bezug auf die Sendungsdaten sind das ja Sendungen, die wir im Normalfall, wenn es denn tatsächlich sich um Unionsware handelt, Sendungen, die als sogenanntes ECX-Produkt verschickt werden können bei uns. Dafür brauchen wir entsprechende Daten, allerdings eben nach aktuellem Stand keine Rechnungsdaten. Und das würden wir dann im Zweifelsfall auch nochmal koordinieren, damit wir das entsprechend nochmal verdeutlichen können auf unserer Webseite. Mhm. In Bezug auf die, was die vorige Frage war, ist es vielleicht noch wichtig zu ergänzen, dass man sagt, die Rechnungsdaten, wenn sie falsch sind, oder wenn überhaupt irgendwelche Daten letzten Endes falsch sind, ist das natürlich was auch seitens der Zollbehörden natürlich gar nicht gerne gesehen wird und in der Folge auch dazu führen kann, dass da seitens der Behörden auch entsprechende Sanktionen verhängt werden. Das ist sicherlich insgesamt alles noch sehr, sehr schwer abzuschätzen, auch in Bezug auf die Richtigkeit der Daten, denn so in dieser konkreten Form haben wir das ja bisher noch nicht. Das heißt, wir haben auch keinerlei Erfahrungswerte, auf die wir da insgesamt alle zurückgreifen könnten, um eben abschätzen zu können, was denn da die Auswirkungen im Detail sein werden. Ja, das ist so ein etwas schwieriges Kapitel, wo wir ja am Ende auch nur darauf hinarbeiten können, die Anforderungen zu erfüllen, wobei aber tatsächlich noch nicht wirklich klar ist, was passiert, wenn die Anforderungen eben nicht richtig oder eben halt gar nicht erfüllt werden. Vielen Dank, Herr Kluge. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ralf, das ist nämlich jetzt nochmal konkretisiert worden. Auf deine Antwort aus der vorangegangenen Frage, da bezog es sich darauf, dass die speziell in China beispielsweise, dass die Ware dort absichtlich falsch deklariert wird, um sie überhaupt exportieren zu können, um dort Exporthemmnisse zu umgehen, sage ich jetzt mal. Na ja, gut, sowas ist ja in manchen Ländern durchaus ja, Volkssport hätte ich jetzt fast gesagt, aber sieht man eben insgesamt häufiger, was natürlich auch unsere Zollbehörden hierzulande äußerst ungern sehen. Es obliegt am Ende des Tages jedem Land selbst, das in den Griff zu bekommen. Aber ich sage mal so, wir in Deutschland haben nun mal auch diese Notwendigkeiten. Wir schaffen es komischerweise, diese Daten alle zu erhalten von Ihnen, von unseren Versendern. Denn, sag ich mal, dass wir jetzt zum Beispiel, das ist ja häufig das Hemmnis in China, ab 800 Dollar Warenwert muss man zum Beispiel eine Art Ausfuhranmeldung erstellen. Das müssen wir hier auch ab 1000 Euro ja tun. Wir schaffen das in Deutschland ohne Schwierigkeiten. In China wird dafür der Wert niedriger angesetzt. Also, wie soll ich sagen? Da müssen die Länder halt jedes selbst dran arbeiten. Einige haben da eben halt kleinere und andere größere Aufgaben. Absolut, ja. Dann noch eine Frage, die bezieht sich dann aber hier auf unsere deutschen Importeure in diesem Fall. Die finale Verzollungsinstruktion bleibt aber hier dem Importeur vorbehalten. Selbstverständlich. Also das hat überhaupt, also alles, was wir jetzt mit ICS2 wegen unter anderem ICS2 einführen, hat überhaupt keine Auswirkungen darauf, was eben letzten Endes derzeit schon an Verzollungsanweisungen zum Beispiel, denn darauf zielt die Frage ja ab, hier schon besteht. Das heißt, also sämtliche Anweisungen, die Sie bisher erteilt haben, sind davon überhaupt gar nicht beeinflusst. Das bezieht sich ja auf die Importabfertigung. Das heißt also, die Moment, wo zum Beispiel in Deutschland dann die Einfuhraufgaben errechnet werden und eine Zollanmeldung getätigt wird. Das, worauf wir hier hinarbeiten, ist ja eben halt die davor liegende Risikobewertung. Ja, natürlich kann, wenn die Risikobewertung nicht durchlaufen wird oder nicht erfolgreich durchlaufen wird, weil zum Beispiel Daten fehlen, kann das natürlich insofern dann Auswirkungen haben, als ob das dann die Verzollung unter Umständen verzögert wird. Das schon. Aber auf die Art und Weise, wie Sendungen abgefertigt werden, hat das absolut keinen Einfluss. Da haben wir nämlich noch eine weitere Frage, die sich auf die Thematik bezieht. Und zwar ist es so, dass der Kunde hier offenbar mit Einzelverzollungsbeauftragung arbeitet, sprich er wird avisiert, und sendet anschließend die Rechnung per PDF, ob das so bleiben kann.
Naja, also es sollte ja dann schon eine Rechnung seitens des Versenders vorliegen. Gehen wir jetzt mal einfach davon aus. Das wäre ja jetzt dann auch die Rechnung, die zu dieser Risikobewertung herangezogen worden ist, beziehungsweise die Daten eben dieser Rechnung. Da gibt es, man muss sich eben halt vor Augen führen, da gibt es entsprechend eine Voranmeldung und eine darauf referenzierende Anmeldung dann, wenn sie denn dann zur Verzollung kommt. Wenn diese Daten nicht übereinstimmen, dann kann das natürlich im schlimmsten Fall auch zu Nachfragen seitens der Zollbehörden, die Zollabfertigung durchführen, kommen. Oder eben halt spätestens dann im Zusammenhang einer Außenprüfung. Letzten Endes gesehen, es wird im Prinzip, ja, es werden Daten an den Zoll gemeldet und auf Basis dieser Daten wird dann am Ende auch die Zollabfertigung passieren im weitesten Sinne. Das heißt also, ja, eine Rechnung kann zugeschickt werden. Es ist aber dennoch fragwürdig, warum es denn dann eine neue Rechnung überhaupt bedarf. Absolut. Dann noch eine sehr interessante Frage, wie es denn aussieht, wenn eine Ware nur kurzfristig zur Prüfung in ein Land geschickt wird. Ja, das ist letztendlich dann halt auch eine Warensendung, eine Art Warensendung. Sie wird dann vielleicht nicht unbedingt richtig einfuhrabgefertigt unter Erhebung von Einfuhrabgaben. Dennoch ist sie aber dann vielleicht zur vorübergehenden Verwendung dann hier oder ja, sonst wie eben halt einer vorübergehenden Einfuhr dann Bestandteil. Aber es ist letzten Endes eine Sendung, die eingeführt wird und demzufolge auch diesen Kontrollen, diesen Risikobewertungskontrollen unterliegt. Mhm. Dann haben wir noch eine Frage zu, ich sage jetzt mal ein Stück weit auch der prozessualen Umsetzung dann, wie es denn dann ist, wenn der deutsche Versender selbst die Exportanmeldung macht. Und diese auch freigegeben wurde vom Zoll, wie die MAN dann übermittelt werden soll. Weiter in einem Paket oder über unsere anderen Möglichkeiten wird das von ICS, von der ganzen Geschichte jetzt beeinflusst? Das läuft unabhängig voneinander. Also das heißt, im Bereich des Exports gibt es da keine Referenzierung, soweit ich weiß, aufeinander. Das heißt also, die Sendungsdaten, die wir gegebenenfalls exportseitig erhalten, gegebenenfalls inklusive der MAN, die sollten eben auf den bisherigen Wegen, die ihnen auch so, wie es bisher ist, eben erhalten bleiben. Das heißt, entweder über Paperless Trade, über MyDL Plus, über ihre Schnittstellen, die sie von uns haben und nutzen, können diese Daten der MAN eben halt so wie bisher auch übermittelt werden. Das bleibt alles vollkommen unberührt davon. Wichtig ist eben nur, dass wir eben halt parallel die Daten zusätzlich benötigen, die jetzt eben im Moment nur Bestandteil der Rechnung sind. Ne? Also wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden. Bisher haben wir sozusagen auf der einen Seite eine AWB, da stehen die Sendungsdaten drauf, woher kommt es, wohin geht es, was ist drin, was wiegt das, wie viele Packstücke. Und wir haben alles das, was auf der Rechnung steht. Das heißt, was ist konkret drin, so und so viel mal das T-Shirt in Schwarz und so viel mal eine Hose für Herren aus Baumwolle. Und das zu entsprechenden Preisen. Und diese beiden Informationen, die wachsen jetzt zusammen. Und damit haben wir eben halt einen neuen Sendungsdatensatz, einen erweiterten Sendungsdatensatz, der eben halt die Daten von AWB und Rechnung beinhaltet. Und zu der Rechnung haben wir auch noch eine Frage, die offenbar viel Beachtung findet hier im Chat. Und zwar geht es darum, ob dann das Stempeln oder Unterschreiben für die Rechnungen wegfällt oder ob das digital zu erfolgen hat oder wie das dann zu handhaben ist. Das ist etwas unterschiedlich zu betrachten. Also einerseits ist es ja für manche Länder notwendig, dass Rechnungen irgendwie unterschrieben sind. Das kann weiterhin so erfolgen wie bisher. Es ist ein bisschen ein Thema, das bezieht sich aber jetzt auch dann weniger auf das Thema digitale Zolldaten als insgesamt Zollabfertigung. Gibt es natürlich präferentielle Unterlagen, die eben halt im Original erforderlich sein müssen, sei es nur mit einer Originalunterschrift, wenn wir von einer präferentiellen Ursprungserklärung zum Beispiel reden würden, oder eben entsprechende Originaldokumente wie eine Euro 1 oder eine Form A.
und einem ATR zum Beispiel, wobei das Formular jetzt weggefallen ist. Aber ja, solche Unterlagen zum Beispiel, die müssen dann halt schon im Original da sein. Was man nicht verwechseln darf, ist, weil die Frage auch bereits mehrfach gestellt worden ist, nicht unbedingt vielleicht hier, das kann ich jetzt zumindest mal, also hast du bisher nicht gestellt. Aber was gerne verwechselt wird, ist, dass man die digitale Signatur hochlädt. Ja, oder sowas in der Richtung. Das ist keine digitale Signatur, wie wir sie ja so allgemein aus unserem vielleicht täglichen aus unserem täglichen Leben kennen, dass man ein Dokument, ein E-Mail mit einer sogenannten digitalen Signatur versieht und die dann auch eine gewisse, ja, bessere Rechtskräftigkeit hat. So. Das kann man hier mit unseren Unterlagen, auch mit den Daten, die man zum Beispiel über MyDHL Plus hochladen kann, kann man das nicht erwirken. Man kann letzten Endes nur eine digitalisierte Version, ein digitalisiertes Bild der Unterschrift mit auf die Rechnungen hochladen. Das hat aber aus der zollrechtlichen, präferentiellen Ursprungserklärungsperspektive überhaupt keinerlei Bewandtnis. Letzten Endes gesehen ist wichtig, dass es eben dieses Schriftstück im Original gibt, dass es die Sendung begleitet, weil es ja auch oft ein Warenbegleitpapier ist und dass eben diese Papiere wirklich an der Sendung sind und dass wir eben halt auch Images, also dass wir diese Seite digitalisiert bekommen, um sie dann eben auch vielleicht dann digital an den Zoll weitersenden zu können. Er aber immer die Möglichkeit natürlich hat, dieses Dokument sich im Original anschauen zu können, wenn er das möchte. Mhm. Dann haben wir hier noch, ich glaube, da müssen wir noch mal drauf eingehen, noch einige Fragen bezüglich der Importabfertigung dann weiterhin in der EU, also für die Importeure hier. Wie sich das denn, also zum einen, ob wir 1:1 die Daten aus der ICS-Risikoanalyse sozusagen übernehmen, was der Versender zur Verfügung gestellt hat, oder ob wir die hier vorliegenden Abfertigungsinstruktionen weiterhin berücksichtigen. Insbesondere auch, und darauf haben wir auch zwei Fragen, die darauf abzielen, wenn hier in Deutschland beispielsweise verbindliche Zolltarifauskünfte vorliegen, werden die weiterhin beachtet oder nicht? Ja, es ist ja so, dass wir jetzt nicht auf einmal, nur weil es ICS 2 gibt, vorliegende Tatbestände einfach missachten, bewusst. Das wäre ja noch schöner. Selbstverständlich, wie ich gerade schon gesagt habe, alle bestehenden Informationen, Anweisungen, die Sie uns im Rahmen Ihrer Importbevollmächtigung erteilt haben, gelten nach wie vor uneingeschränkt und sind dadurch überhaupt nicht beeinflusst. In Bezug darauf, was die Daten angeht, die wir eben halt seitens der Versender geliefert bekommen, ist es natürlich so, dass diese Daten in unsere Systeme auch einlaufen. Das hat natürlich durchaus Vorteile, denn wenn wir zum Beispiel da zum Beispiel auch schon die Tarifnummern zu den diversen Rechnungspositionen auch schon mit drin haben, dann ist das immerhin schon mal eine Indikation, die man dann gegebenenfalls nicht mehr manuell von einer Rechnung abschreiben müsste. Grundsätzlich ist es natürlich aber in Deutschland dann doch noch so, dass bei der Importabfertigung die Warenbeschreibung zur korrekten Tarifnummer führen muss, sodass wir eben halt mit der Angabe der Tarifnummer alleine nicht glücklich sind, beziehungsweise der Zoll nicht glücklich ist. Und insofern ist da eben doch die Notwendigkeit dann da, dass wir eben diese Anweisungen, dass wir diese Daten dann gegebenenfalls anpassen. Natürlich, wenn denn entsprechende Anweisungen wie zum Beispiel verbindliche Zolltarifauskünfte bei uns vorliegen, dass die natürlich weiterhin zur Anwendung kommen, das versteht sich von selbst. Genau. Dann noch eine Frage ganz allgemein zum HS-Code, ob das identisch ist mit dem Tarik-Code? Ja. Also HS-Code, Warentarifnummer, HTS-Code, ja, ich glaube, das sind so die üblichsten Abkürzungen dafür, meint aber alles die gleiche, harmonisierte Warentarifnummer. Mhm. Genau so ist es. Dann habe ich noch eine Frage hier, wie es denn aussieht, wenn man jetzt einen Artikel als Set aus verschiedenen Artikeln verschickt. Was muss dann angegeben werden? Naja, letzten Endes muss der Artikel
der Sammelbegriff sozusagen dann mindestens mal deklariert werden. Das ist mal das eine. Und dann hängt es eben davon ab, ob das, was die Tarifierung angeht, ob das dann tatsächlich eine eigene Tarifnummer hat, die dieses Set zum Beispiel hat. Ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Handy mit Ladegerät und einem Verbindungskabel und einem Kopfhörer. Das ist natürlich letzten Endes ein Mobiltelefon mit Zubehör. Und ist dann einzureihen unter der Warentarifnummer für Mobiltelefone. Aber das kann man ja so ganz pauschal auch nicht immer sagen. Es muss aber auf jeden Fall auch angegeben sein, aus was dieses Set, was es denn halt nun auch immer ist, aus was dieses Set insgesamt halt besteht. Denn dieses Set kann ja letzten Endes alles beinhalten. Und dann ist es nicht irgendwie damit getan, dass man da, was weiß ich, ein Wartungsset oder sowas anmeldet, sondern da muss dann auch detailliert stehen, dass das eben halt, was weiß ich, Dichtung aus Weichkautschuk und Schraubenbolzen aus welchem Metall oder auch welchem Material überhaupt hat und so weiter, wie viel Stück und was das dann eben entsprechend kostet. Also da muss es dann schon genau aufgeschlüsselt sein. Genau, daran anschließend noch eine Frage, die ich ganz süß finde. Wir versenden im Paket auch eine kleine Süßigkeit als Dankeschön für den Kauf. Finde ich super, da möchte ich Kunde werden. sollte das dann lieber weggelassen werden, weil das nicht extra nochmal auf die Rechnung draufgeschrieben wird aktuell, oder sollte es mit auf der Rechnung draufstehen? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also letzten Endes gesehen ist das eine Sache. Nahrungsmittel sind in manchen Ländern auch noch anmeldepflichtig. Das kommt noch erschwerend hinzu. Je nachdem, wohin sowas geht, ist das dann unter Umständen dann eigentlich aus der Perspektive vielleicht nochmal ein Thema. Ob es draufstehen muss, sag ich mal, jetzt zur Risikobewertung würde ich sagen, ja. Für die Verzollung würde ich tendenziell auch eher sagen, ja. Andererseits wiederum ist das ja nicht der Handelsgegenstand. Ja, es ist ja nicht das, was da verkauft und versendet wird. Also es wird natürlich versendet, aber das ist nicht der Verkaufsgegenstand. Insofern ist das dann eine Sache, ich denke mir, das macht schon Sinn, es drauf zu tun. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für irgendwelche Pfand- oder beziehungsweise Mehrwegverpackungen, die für manche Produkte ja durchaus auch zur Verwendung finden. Sollte schon irgendwie mit draufstehen, aber es sollte auch ersichtlich sein, dass es sich dabei um ja ein Werbegeschenk, eine Dreingabe oder sowas in der Richtung handelt, damit eben das die Zollbehörden nicht noch unnötigerweise verunsichert und man denkt, dass eine Firma, die normalerweise Technologieprodukte zum Beispiel jetzt verschickt, dass die jetzt auf einmal im Süßigkeitenhandel tätig ist. Genau. Dann noch eine teilweise Frage, die man hier sicherlich beantworten kann, ob das denn alle Carrier betrifft oder nur die Kurierdienstleister? Jetzt hier die Anforderung mit ECS2, darum geht's, ne? Das gilt grundsätzlich gesehen für alle Dienstleister, also für alle Flug- und Expressunternehmen eher gleichermaßen. Wie gesagt, auch dass diese Anforderung so für alle gilt, ist auch auf der Webseite der EU-Kommission zu finden. Das heißt, da können Sie sich entsprechend darüber informieren und da sehen Sie eben halt, dass das für alle Transportwege, für alle Dienstleister, die da zur Verwendung kommen, gilt und dass das eben halt und wann die einzelnen Übernahmezeitpunkte eben halt sind. Geben Sie einfach dafür, bei der Google-Suche zum Beispiel ICS2 EU-Kommission ein, dann kommen Sie eigentlich direkt auf die Webseite von der EU-Kommission, die sich mit dem Thema genau befasst. Und wenn Sie dazu auch noch weiterführende Fragen haben, kann ich Ihnen noch immer Ihre lokale IHK ans Herz legen, die in der Regel zu solcher Art Themen sehr gut informiert sind und immer Ansprechpartner sind, die einem sehr kompetent weiterhelfen können. Okay, dann haben wir jetzt nochmal eine Nachfrage zu dem Set. Ob man verschiedene Tarifgruppen angeben kann oder wie so ein Set dann aufgeschlüsselt werden muss? Naja, die einzelnen Teile
die das Set beinhaltet, müssen dann entsprechend mit den Warentarifnummern angegeben werden. Wie gesagt, wenn es eine Warentarifnummer extra für ein bestimmtes Set an Produkten eben gibt, dann kann auch die durchaus Verwendung finden. Aber es ist auf jeden Fall davon abzusehen, es gibt zum Beispiel innerhalb der EU, gibt es eben exportseitig teilweise Warentarifnummern, die sich eben halt mit Warenzusammenstellung befassen. Zum Beispiel solche Warenzusammenstellungen können wir importseitig überhaupt nicht anmelden, weil auch nicht näher definiert ist, was das überhaupt für Warenzusammenstellungen sind. Grundsätzlich gesehen sollte also bei solchen Sets tatsächlich immer die einzelnen Bestandteile mit aufgeschlüsselt sein. Am besten, wenn es dazu noch weiterführende Fragen gäbe, dann würde ich dann vorschlagen, nochmal die über den zuständigen Vertriebsmitarbeiter aufzunehmen und dann zu klären, was wir da für Möglichkeiten und was es genau für Details da notwendig hat. Gut, dann vielleicht jetzt noch eine letzte Frage, sonst wird es mit der Zeit knapp. Und zwar, wir verkaufen Testsysteme, Hardware, die auch Softwareentwicklung und Programmierungen etc. beinhaltet, also quasi den Service. Kann dieser Kostenpunkt in die Hardware mit eingerechnet werden? Muss ja sogar für die, denn das ist ja sicherlich, das betrifft dann weniger solche Risikobewertungen als schlicht und einfach die Verzollung. Wenn ich mich da richtig entsinne, zählt das ja zum Einstandswert einer solchen Ware und ist demzufolge zur Zollwertkalkulation mit hineinzuziehen. Also zumindest mal, wenn ich jetzt das als Programmieraufwand, sage ich mal, jetzt sehe und Wartungsaufwand, das ist schließlich ein Kostensatz und der sollte dann auch entsprechend mit angegeben werden, entweder als Wert bei der jeweiligen Ware, wenn es denn da zuzuordnen ist, und ansonsten als gesonderte Position. Okay, perfekt. Dankeschön. Ich würde sagen, dann sind wir auch jetzt schon am Ende der heutigen Session angekommen. Noch eine Folie weiter möchte ich Ihnen nochmal die zweite Session ans Herz legen, die wir auch, sofern Sie sich noch nicht angemeldet haben dafür, wir werden das auch über unsere Internetseite als Download wieder das Video zur Verfügung stellen. Und da schauen wir uns auch nochmal ganz konkret an, wie einfach das ist, die digitalen Zolldaten über unsere Shipping Solution MyDHL Plus oder auch über eine Schnittstellenintegration zu übertragen. Wir schauen uns dann noch an, welche Daten wir als Minimum-Set erwarten und wie wir die Daten dann an die Zollbehörden weiterleiten. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute mit dabei waren.